Es gibt wohl irgendeine Videoserie, wo es darum geht, dass die Menschen ihre Taschen öffnen und zeigen, was da alles drin ist. Wenn dich interessiert, was ich in meiner Tasche habe, dann hör jetzt gut zu. Nämlich, erstens, alle meine Taschen der letzten 10 Jahre sind von einer Marke, nämlich von Tumi. Weil Tumi einfach eine mega gute Qualität hat. Und ich habe eine Taschenfarbe, nämlich schwarz, und einen Hersteller, nämlich Tumi. Und davon habe ich in den letzten 10 Jahren ungefähr, ja, ich denke mal, 15 bis 20 verschiedene Taschen gehabt. Das ist meine aktuelle Lieblingsarbeitstasche. So, was ist da drin? Was ist da Spannendes drin? Das erste Mal das Notebook. Wenn ich irgendwo hinfahre und ich habe einen Vortrag, dann habe ich das Notebook dabei. Und ich habe eins von Apple. Das funktioniert super. Ich habe früher alles Mögliche ausprobiert, aber am liebsten habe ich das jetzt. Du musst aber auch immer dann die passenden Adapter dabei haben, weil wenn du einen Vortrag hast und die Adapter sind nicht da, dann wird das schwierig. Also immer die passenden Adapter dabei haben. Und Präsenter. Also, wenn du einen Vortrag hältst, brauchst du auch die entsprechenden Präsenter mit frischen Batterien. Ich habe meinen Lieblingspräsenter und einen Ersatzpräsenter immer dabei. Also sowas habe ich auch. Dann, wenn es eine Bildübertragung gibt, dann ist das dabei. Das ist dafür da, dass ich nicht so glänze, dass es nicht alles so schimmert. Und das ist so eine Feuchtigkeitscreme, die gleichzeitig abdeckt, die Anti-Oil und Shine. Also du ölst nicht und du scheinst nicht. So. Die ist sehr cool. Dann gibt es ganz spezifisch in meiner Tasche das hier, was Sänger, Opernsänger und so weiter nutzen. Das sind Tabletten, mit denen du einfach deine Stimme schonst. Es kommt darauf an, wie viel ich an dem Tag spreche. Muss ich nicht immer haben, aber wenn es eben viel ist, dann zwischendurch diese Tabletten lutschen. Das funktioniert. Die gibt es in der Apotheke. Dann habe ich ganz oft Dinge zum Zeigen dabei. Das ist jetzt hier, ja, das sind alle Dinge, die ich brauche für den Vortrag Geistige Brandstiftung. Die Zeckenzeitung ist dabei, die Checklisten und so weiter. Das habe ich. Für jedes Vortragsthema habe ich eine so eine Mappe und dann greife ich mir die Mappe und stecke das Ganze ein. Cool ist auch, je nachdem welches Thema ich habe, habe ich hier so die salzige Butter dabei, um dann eben auf der Bühne vorzulesen, was auf dem Deckel steht. Gibt es übrigens ein cooles YouTube-Video zu, ist noch eine Empfehlung von mir, salzige Butter. Ah, da drin ist jetzt gerade nichts Spannendes. Das ist sehr, sehr stark. Das ist ein Unterhemd, was du nicht siehst und wo man keine Schweißränder sieht. Also wenn du einen Vortrag hast, ist es sehr warm auf der Bühne, weil du hast die ganzen Strahler, du schwitzt so oder so, ob es 10 Minuten geht oder 2 Stunden. Und dafür ist dieses Unterhemd richtig gut, weil du keine Schweißränder siehst. Ja? Cool. Und was ich immer dabei habe, ist mein Journal, wo ich meine ganzen Gedanken reinschreibe, was ich so gelernt habe, meine Notizen, an denen ich arbeite und so weiter. Das habe ich so oder so immer dabei, weil wenn ich eine coole Idee habe, dann trage ich das direkt hier ein. So, ich glaube, das ist das Wesentliche aus meiner Tasche. Ich habe dann hier noch so eine kleine Tasche. Da sind alle möglichen Sachen drin. Für Halsschmerzen-Tabletten, Kopfschmerzen-Tabletten, für Durchfall, Übelkeit, also alles komplett. Hier ist nochmal ein drittes Backup drin. Das ist auch eine Fernbedienung, ein Präsenter, den habe ich auch immer noch dabei. Also hier sind also Sachen bei, die ich brauche auf Reisen. Visitenkarten, Aspirin, Querbeet, das ist auch noch dabei. Also das ist im Schwerpunkt der Inhalt meiner Tasche, wenn ich zu einem Vortrag fliege. Wenn du mehr wissen willst, wenn du spezielle Fragen hast, dann gerne in die Kommentare mit rein und dann beantworte ich das gerne. So, also meine Tasche, dein Einblick und jetzt wünsche ich dir
fette Beute.